Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Train Simulator. Wir sind heute auf einer neuen Strecke unterwegs, und zwar auf der Seebergbahn. Und haben einen Auftrag. Wir sollen ein paar Wagen durch die Gegend kutschieren. Das machen wir mit unserer schnuckeligen BR-151. Das sind diese leeren Eanos. Ja, was gibt es großartig zu sagen? Das ist die Strecke. Wir sind hier. Und das ist die Seebergbahn im Prinzip. So, wir machen mal das hier. Wir haben Licht schon an. Und Bremse raus. In diesem Sinne, los. Ich habe wirklich alle Bremsen raus. Ich habe was gelesen, von hier gäbe es irgendwie eine elektrische Bremse bei der BR-151. Das ist die von Aerosoft. Ich weiß. Ich bin mir aber absolut nicht sicher, muss ich echt gestehen. Hier wahnsinnig steil. Ihr seht es ja unten im Schaubild. Geht hier gemächlich zu, das nicht zu. Noch eins, wieder zu.
Die sind sehr, sehr lang. Und so ein Zug möchte auch gebremst werden, das sage ich euch. Wenn ihr euch die Seebergbahn holen wollt, die gibt es im Steam Workshop für Uno. Es sind auch ein paar, ich glaube, es sind auch so ein paar Szenarien dabei. Man kann es auch für den Quickplay nutzen. Ja, ist eigentlich eine schöne Strecke, sehr vielfältig. Aber halt klein. Aber ja, ich mag es. Landschaftsmäßig ist hier einiges drauf. Das Ironische ist nur, die Seebergbahn, die echte, ist eigentlich in der Schweiz. Das müsste eigentlich eine Schweizer Strecke sein. Nach Schweizer Vorbild gebaut. Ich muss mal gucken, ob ich meine Schweizer Strecke hier wieder aktivieren kann. Dann können wir auch mal einen Ausflug in die Schweiz machen. Gezielte Ankunftszeit in Sandberg. Wir lassen uns einfach mal jetzt hier runterholen. Wir werden ja von alleine wieder schneller. Das haben Berge ja so an sich. Seht ihr? Schaut nur auf die Geschwindigkeit. Hier ist es sehr gemütlich. Also entspannt euch, lehnt euch zurück. Hört dem Geräusch der Lok zu. Wenn die Lüfter immer wieder angehen. Ein bisschen wieder nach oben gucken.
Geschwindigkeit aus den Augen verlieren. Vielleicht geht es ein bisschen schneller. Dann dürfen wir hoch. Man muss immer nur darauf achten, wenn man beschleunigt, dass man auch so schnell die Geschwindigkeit wieder wegnimmt, dass man nur noch rechtzeitig verlangsamen kann. Das ist ganz, ganz wichtig.
sind wir gerade in einer reinen Rollphase. Wir bringen hier keine Bremse drin, wir haben keine Leistung, sondern wir rollen jetzt einfach. Es kommt echt so langsam vor, das ist Wahnsinn. Dürfen wir nämlich dann umkuppeln oder umspannen, ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Ich habe doch die Karrierewertung ausgemacht. Was ist das denn hier für ein Mist? Ja, Och man. Moment, bin ich auf dem falschen Gleis gelandet? Nö, eben nicht. Was? Ja. Sehr schön. Ich belasse es dabei. Ich werde es vermutlich als einen Extract hochladen. Wenn jemand weiß, was hier schiefgelaufen ist. Seid so gut und sagt es mir bitte, weil ich habe keine Ahnung, was jetzt hier gerade schiefgelaufen ist. Ich wüsste es gerne. Wenn es jemand weiß, seid doch so gut und lasst es mich doch auch wissen und lasst mich nicht dumm sterben. Danke fürs Zusehen, schaut auf den Links vorbei, lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben und schaut auf den anderen Profilen vorbei, die ich euch verlinkt habe. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.